vielleicht den einen oder anderen interessieren könnte, ist gerade erschienen. Da geht es um linke Bolschewismuskritik. Kann ja mal der eine oder andere reingucken. Und da ist auch noch so ein kleines Bändchen daneben mit Interviews, die ich nicht geführt habe, wo ich interviewt wurde, zu Fragen der Emanzipation, zum Verhältnis von Marxismus, Anarchismus etc. Also da könnt ihr ja nachher mal reingucken. Und eine andere Sache wollte ich noch ganz kurz vorweg sagen, das betrifft das Handout. Das habe ich folgendermaßen strukturiert. Einmal habe ich da die Verdinglichung und Fetischbegriff allgemein ausgeführt. Das ist sozusagen die Zusammenfassung des Hauptteils meines heutigen Vortrags, wenn man das so will, zu mitnehmen. Und dann noch so ein paar Fetischformunterschieden, die werde ich nachher auch vortragen. Und ich habe einige Zitate mit abgedruckt, weil das Thema heute an einigen Stellen nicht gerade sehr einfach zugänglich ist, um das mal so auszudrücken. Und da bietet sich's einfach an, dass die Zitate, ich werde die dann auch erwähnen, die ich dann auch laut vorlese, dass ihr dann mit reingucken könnt oder auch nachschlagen könnt. Ihr müsst das jetzt nicht penetranter mitlesen, aber ich glaube, das bietet sich einfach in dem Fall an, weil die ein oder andere Ausführung von mir heute schon ein bisschen komplizierter ist. Das ist nicht einfacher zu machen. Ich habe es probiert, einfach zu machen natürlich, aber die Sache an sich ist halt doch eine komplexere Veranstaltung, und das ist eben auch noch dann, habe ich jedenfalls probiert, das heutige Thema noch mal ein bisschen zu visualisieren. Das ist, ich weiß nicht, ob das die letzte Seite, ja genau, die Seite 5 ist vom Handout, wo man das vielleicht dann auch noch mal nachlesen kann oder verfolgen kann, ja wahrscheinlich nicht während des Vortrags, aber noch mal zum Nachblättern, was einige Ausführungen betrifft, die ans ganz Substanzielle gehen und die in der Tat nicht so ganz einfach zu verstehen sind, gerade wenn man sie das erste Mal hört und auch wenn man sie vielleicht das 10. Mal drüber sitzt. Also es ist halt auch ein Thema, was die Marx-Forschung ja auch lange beschäftigt hat und bis heute beschäftigt, und ich probiere heute ein bisschen Klarheit reinzubringen und hoffe, dass es so funktioniert, euch da ein bisschen mitzunehmen und dass ihr auch Geduld habt, so was den Hauptteil betrifft. Der ist ein bisschen happiger, das gebe ich offen zu, da ist so eine halbe Stunde, wo es ein bisschen schwieriger wird, glaube ich, einfach auch vom Zuhören her. Ich würde danach, wenn es denn euch nicht widerspricht, eine kurze Pause machen, um dann nochmal einen Schlussteil einzuleiten. Eine gute Viertelstunde dauert der dann noch, wo ich dann probiere, die Grenzen und die Leistung des Fetischbegriffs zu erläutern an konkreteren Beispielen aus der politischen Sphäre, wenn man das so sagen kann, wo ich glaube, dass das Ganze dann auch nochmal, was jetzt hier noch sehr erstmal so, ja, ein bisschen marxologisch rüberkommt, also nah an den Texten von Marx selber ist, dann doch nochmal in der Bedeutung, worum es da eigentlich geht, das verdeutlicht. Also das können wir dann sehen. Ich werde das deutlich machen, wenn ich sage, oder wenn ich meine, dass jetzt der Punkt erreicht ist, wo wir vielleicht eine Pause machen können. Wenn ihr es gar nicht wollt, kann ich auch weiterreden, aber vielleicht bietet sich das an, wenn ihr dann nicht alle abhaut. Das wäre natürlich die Voraussetzung, oder das wäre ganz nett. Gut, ja, so viel vorweg. Und dann will ich mal mit dem Vortrag anfangen. Wer heute den Begriff Fetischismus hört, denkt spontan sicherlich an entsprechend vielfältige sexuelle Praktiken, in deren Mittelpunkt die libidinöse Verehrung besonderer Körperteile oder Gegenstände stehen. Im Kontext von Waren wird man am ehesten an den sogenannten Markenfetisch oder an blinde Konsumlust denken. Mit beiden Bedeutungen hat der marxische Fetischbegriff, wie er im berühmt-berüchtigten Kapitel »Der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis« aus dem ersten Band des Kapitals, allerdings nichts zu tun. Der Markenfetisch und der Konsum, dies jetzt nur kurz vorweg, ist nicht Gegenstand der marxischen Fetischkritik, sondern zielt auf das imaginäre Gebrauchswertversprechen der Warenästhetik, wo der Kauf einer Zigarette nicht nur eine Zigarette, sondern zum Beispiel auch Männlichkeit einbringen soll. Das ist eine ganz andere Schiene und die Marx mit dem Fetischbegriff nicht auseinandernimmt oder worüber er sich eigentlich gar nicht weiter auslässt. Marx-Fetischbegriff, dessen unspezifische Verwendung bis in seine allerfrühesten Schriften zurückreicht, lehnt sich an dessen Herkunft aus der Ethnologie und Religionswissenschaft des 18. Jahrhunderts an. Der Begriff Fetisch kommt aus dem Portugiesischen, wo Feitico, ich weiß nicht, ob man so ausspricht, kann kein Portugiesisch, den Zauber bezeichnet. Das Wort verweist seiner Herkunft nach aber auch auf das lateinische Factitius, was so viel wie das Produzierte, Hergestellte, das Machtwerk, vielleicht auch Machtwerk bedeutet. Der Fetisch vermittelt immer zwei Elemente. Erstens die geistige Potenz, das ist die Wirkmacht. Zweitens das materielle Objekt, in dem die Macht wohnt. Der Fetisch ist dabei, also der religionswissenschaftliche Begriff des Fetisch, nicht Symbol für eine höhere Macht,
sondern die Macht wird als primäre Eigenschaft des Dinges selbst angesehen und als solche sinnlich-übersinnliche Potenz wird der materielle Gegenstand selbst verehrt vom Fetischisten. Es ist eine Zaubermacht, die nicht nur dem Ding innewohnt, sondern das Ding als die Zaubermacht selbst. Der Fetisch ist dann keine göttliche Allmacht in diesem traditionellen Sinne, die dem Fetischisten fremdbestimmt, sondern eine Macht, die sich der Fetischist zu eigen macht. Also das ist der Blick, den die Religionswissenschaft darauf hatte. Marx nimmt diese Bedeutung des Fetischbegriffs auf, um ihnen zugleich spezifische Wendungen angedeihen zu lassen. Erstens zeigt er dem Fetischismus insbesondere an der Macht des Geldes als omnipotenten Allesverwandler, da es als dingliche absolute Form des gesellschaftlichen Reichtums gesellschaftliche Macht in handgreifliche Privatmacht der Privatperson verwandelt. Geld wird als Gegenstand verehrt, dessen Macht darin besteht, seinem Besitzer alle Wünsche erfüllen, erkaufen zu können. Geld wird wie im religiösen Fetisch als Machtsteigerungsmittel verehrt, wobei verkannt wird, dass hier nicht der Zauber eines Dinges wirkt, sondern die Eigenschaften des Geldes sich verkehrende und verdinglichende Potenzen spezifischer sozialer Verhältnisse und Beziehungen sind. Dazu nachher mehr. Also Marx macht diesen Begriff vom Geld besonders in seinen Pariser Manuskripten von 1844 auf, aber es spielt auch noch eine Rolle in der Ökonomiekritik, also in der Kritik der politischen Ökonomie, nur er begründet das dann sehr viel genauer, beziehungsweise sozialtheoretisch, was er hier noch so in Analogien darstellt, dass halt Geld Gott ist. Diese Macht ist allerdings überaus real. Die fetischistische Verehrung des Geldes hat einen rational handgreiflichen Anhaltspunkt in der Sache. Die Macht des Geldes ist objektiv und nicht wie die Verehrung eines Hufeisens als Glücksbringer, wäre ja so ein typischer Fetisch, eine subjektiv-psychologische Glaubensfrage. Das verweist auf die zweite marxische Wendung des Fetischbegriffs, in der seine eigentliche Innovation und Kritik besteht. Der ökonomische Fetischismus ist nicht eine bloße projektive Leistung, die Menschen den Dingen andichten. Vielmehr ist der Fetischismus eine objektiv gültige Gedankenform, die hierzu nachher mehr einerseits zugleich in verschiedener Hinsicht wahr und falsch ist, das hört sich paradox an, ich werde es aufklären, andererseits kein bloßes durch Aufklärung zu beseitigendes Bewusstseinsphänomen ist, sondern die notwendige Bewusstseinsform kapitalistischer Verhältnisse und ihrer Praxis. Auch das werde ich genauer erläutern und ich gebe jetzt das erste Zitat, was auch abgedruckt sein sollte. Wobei da, glaube ich, ein kleiner Fehler drin ist. Ich habe es hier jedenfalls bei mir anders stehen, als es sein sollte und ich probiere es mal gleich zu korrigieren dann. Dass ein gesellschaftliches Produktionsverhältnis sich als ein außer den Individuen vorhandener Gegenstand und die bestimmten Beziehungen, die sie im Produktionsprozess ihres gesellschaftlichen Lebens eingehen, sich als spezifische Eigenschaften eines Dinges darstellen, diese Verkehrung und nicht eingebildete, prosaisch reelle Mystifikation charakterisiert alle gesellschaftlichen Formen der tauschwertsetzenden Arbeit. So viel zum Zitat. Das fetischistische Bewusstsein hat sich nicht im Fetisch ein verfügbares Machtmittel geschaffen, wie das sonst der traditionelle Fetischbegriff ist, sondern dieser Fetisch ist Ausdruck, ideologischer Ausdruck einer unabhängigen, objektiven Macht, die zwar den durch menschliche Praxis geschaffenen sozialen Verhältnissen und Dingen entspringt, sich aber gegenüber den ursprünglichen Produzenten verselbstständigt und sie durchaus real beherrscht. Also das ist keine bloße Vorstellung oder bloßer Trug. Die Verkehrung des Bewusstseins im Fetischismus ist also genauso real und objektiv wie die Verkehrung der sozialen Verhältnisse, die der Grund des fetischistischen Bewusstseins sind. Was das heißt, wird noch genauer zu erläutern sein. Um es kurz zusammenzufassen, Marx wendet diesen kolonialistisch-christlichen Fetischbegriff, also das war vor allem ein relativ arroganter Begriff in Bezug auf afrikanische Religiosität, also auf die vermeintlich entzauberte Welt des modernen westlichen Kapitalismus an, um dessen Irrationalität und Herrschaftscharakter zu demaskieren, die sich durch Freiheit und Gleichheit sowie instrumentell-technische Rationalität hindurch reproduzieren. Ja, kurz nochmal jetzt zu meinem Vorgehen und meiner Intention. Zuerst werde ich die zusammenhängenden, aber zu differenzierenden Begriffe Verdinglichung und Fetischismus erörtern. Das wird mein Hauptteil sein, das ist auch der anstrengendste Teil, denke ich mal. Dann gebe ich nochmal einen kurzen Abriss der verschiedenen ökonomischen Fetische, weil nicht nur das berühmte Kapitel zum Fetischcharakter der Ware, sondern die gesamten Bände des Kapitals eine Einheit von Form- und Fetischtheorie sind. Auch zu den Begriffen werde ich dann noch was sagen. Also es
ist auch meine Intention, ein wenig darauf hinzuweisen, dass es jetzt nicht reicht, die ersten 100 Seiten bei Marx zu lesen oder das berühmte Kapitel halt zum Fetischcharakter der Ware. Da steckt schon noch ein bisschen mehr hinter. Ich kann das natürlich heute nicht alles darlegen, aber will doch darauf hinweisen, dass es sich nicht mit diesem einen Kapitel hat, die ganze Geschichte. Abschließend werde ich, wie ich das ja gerade schon angedeutet habe, Bedeutung und Leistungsfähigkeit, aber auch Grenzen der Fetischtheorie skizzieren. Meine Intention ist es hierbei, einen inflationären und unspezifischen Fetischbegriff zurückzuweisen. Nicht selten gewinnt man ja den Eindruck, dass der magische Fetischbegriff selbst zum Fetisch wird, ein magisches Zauberwort, was scheinbar alles erklären kann. Das, glaube ich, tut es nicht. Und mit so einer unspezifischen Verwendung des Begriffs ist auch nicht viel gewonnen, weil es dann alles und nichts erklärt. Und da will ich heute dann doch mal probieren, es an bestimmten Begriffen in Richtung, halt, wie das immer wieder diskutiert wird, am verkürzten Antikapitalismus, aber auch am Antisemitismus darzulegen, was das vielleicht mit dem Fetisch zu tun hat, was die Fetischtheorie da auch zu sagen kann, aber wo auch die Grenzen bestehen. Gut, ja, das ist meine Intention. Okay, dann geht's jetzt rüber zur Verdinglichung und zum Fetischismus, und das ist jetzt eine relativ Marx-interne Darstellung. Also es geht jetzt darum, Begriffe, die bei Marx halt zentral sind, aber nicht immer so ordentlich definiert sind, wie man sich wünschen würde, präziser darzustellen und es deutlich zu machen, was jetzt eigentlich der Kern der ganzen Geschichte ist. Und der ist halt in der Tat nicht ganz einfach zu verstehen, aber ich probiere ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, und es ist auch nicht völlig unverständlich. Gut, dann fangen wir mit dem Begriff erstmal der Verdinglichung an. Die sachliche Vermittlung von Vergesellschaftung durch ökonomische Form bezeichnet Marx als Verdinglichung. Der Begriff der Verdinglichung hat zwei Aspekte. Das wird jetzt aus dem zweiten Zitat, was ich mit auf dem Handout habe, deutlich. Es ist schon in der Ware eingeschlossen, so Marx, und noch mehr in der Ware als Produkt des Kapitals, die Verdinglichung der gesellschaftlichen Produktionsbestimmungen und Versubjektivierung der materiellen Grundlagen, welche die ganze kapitalistische Produktionsweise charakterisiert. Zitat Ende. Ganz nebenbei, das steht ziemlich am Ende des dritten Bandes des Kapitals, also wird auch da schon deutlich, dass dieses Problem der Verdinglichung und auch des Fetisch, weil das auch in diesem Kontext nochmal wieder Erwähnung findet, durchaus zentral ist und wie gesagt halt nicht irgendwie ein Kapitel am Anfang des ersten Bandes darstellt. Okay, weiter. Die erste Dimension der Verdinglichung bezeichnet also den Sachverhalt der realen Objektivation eines sozialen Verhältnisses, zu dem gleich mehr, in einem Ding. Wert, der als bzw. in Ware, Geld, Kapital und Zins als entwickelte ökonomische Form erscheint. Es ist dies das Phänomen, das die Vermittlung kapitalistischer Vergesellschaftung spezifisch soziale Gegenständlichkeit annehmen muss. Der Wert als soziales Vermittlungsmedium erscheint eben in Geld und Ware in dinghafter Gestalt. Der Wert und seine empirischen dinglichen Referenten entspringen dem eigentümlichen gesellschaftlichen Charakter der Arbeit, welche Waren produziert. So schreibt das Marx im Fetischkapitel. Der Wert ist weder ein natürliches Ding, noch etwas bloß geistiges, psychologisches, also der geschätzte Wert sozusagen, eine psychologische Kosten-Nutzen-Rechnung oder eine Wertschätzung, sondern notwendiger Ausdruck eines historisch-spezifischen sozialen Verhältnisses, dessen Kern sich wie folgt bestimmen lässt. Das ist auch wiedergegeben, was ich jetzt ausführe, glaube ich, auf der Seite 5 als Ebene 1, was die Spezifik kapitalistischer Vergesellschaftung ist, was ich jetzt natürlich brutal alles zusammenkürzen muss, beziehungsweise vereinfachen muss. Wenn Marx schreibt, dass das Kapital kein Ding, sondern ein bestimmtes gesellschaftliches, einer bestimmten historischen Gesellschaftsformation angehöriges Produktionsverhältnis ist, so ist dieses ein Verhältnis, in dem die gesellschaftliche Arbeit auf konkurrierender arbeitsteiliger Privatproduktion basiert, welche selbst wiederum auf dem formkonstitutiven Klassenverhältnis von Produktionsmittelbesitzern und Lohnarbeitern fundiert. Der Wert ist die ökonomische Form, die aus dieser Klassenspaltung der Arbeit selbst entspringt, deren Spezifik eben ein gesellschaftliches Verhältnis ist, in dem gesellschaftliche Gesamtarbeit die Form indirekt gesellschaftlicher, privat isolierter Produktion annimmt, sich gesellschaftlich erst noch realisieren muss, also die Produktion findet statt, bevor irgendwie eine Planung ist, sondern anonym für den Markt, und sich das gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit, also zur gesellschaftlichen Gesamtproduktion, als ein außer ihnen existierendes Verhältnis von Gegenständen darstellt,
Das macht Marx jetzt in dem nächsten Zitat, was ich abgedruckt habe, das müsste das längste sein, deutlich, und das könnt ihr vielleicht mitlesen, das ist auch ein zentrales, ebenfalls dem Kapitel aus dem Fetischcharakter der Ware entnommen. Gebrauchsgegenstände, schreibt Marx dort, werden überhaupt nur Waren, weil sie Produkte voneinander unabhängiger Privatarbeiten sind. Der Komplex dieser Privatarbeiten bildet die gesellschaftliche Gesamtarbeit. Da die Produzenten erst in gesellschaftlichen Kontakt treten durch den Austausch ihrer Arbeitsprodukte, erscheinen auch die spezifisch gesellschaftlichen Charaktere ihrer Privatarbeiten erst innerhalb des Austausches. Oder die Privatarbeiten betätigen sich in der Tat erst als Glieder der gesellschaftlichen Gesamtarbeit durch die Beziehungen, worin der Austausch der Arbeitsprodukte und vermittels derselben die Produzenten gesetzt werden. Den Letzteren, also den Produzenten, erscheinen daher die gesellschaftlichen Beziehungen ihrer Privatarbeiten als das, was sie sind. Das heißt nicht als unmittelbar gesellschaftliche Verhältnisse der Personen in ihren Arbeiten selbst, sondern vielmehr als Verhältnisse der Sachen. Zitat Ende. Das werde ich jetzt noch probieren, ein bisschen zu erläutern, und vor allem, was das heißt, dass das ihnen erscheint als dasjenige, was es ist. Das hat nicht dann, das bezeichnet den Fetisch oder beziehungsweise eine Bedeutung davon. Der Begriff der Verdinglichung bezeichnet also nicht ein Bewusstseinsphänomen, sondern die so schwer zu fassende Realität sozioökonomischer Formgegenständlichkeit. Das Kapital gewinnt, so Marx in dem nächsten Zitat, was ich abgedruckt habe, mehr und mehr eine sachliche Gestalt, wird aus Verhältnis immer mehr Ding. Aber Ding, das das gesellschaftliche Leben im Leib hat. Sich zu sich selbst verhaltenes Ding, sinnlich übersinnliches Wesen. Und in dieser Form von Kapital und Profit erscheint es als fertige Voraussetzung auf der Oberfläche. Es ist die Form seiner Wirklichkeit oder vielmehr seine wirkliche Existenzform. Also die Verdinglichung ist dasjenige, in welcher Gestalt uns unsere gesellschaftlichen Verhältnisse als ökonomische Verhältnisse gegenübertreten. In der wahren Form und dem sie konstituierenden Doppelcharakter der Arbeit zeigt sich, so Marx, ein Gesellschaftszustand, worin der Zusammenhang der gesellschaftlichen Arbeit sich als Privataustausch eben gegenständlich, man könnte auch real-dinglich, vermittelt. Menschliche soziale Beziehungen nehmen real die Bewegung von Sachen an, die als sinnlich-übersinnliche oder gesellschaftliche Dinge die abstrakte und indirekte Form der Vergesellschaftung, ein unter dinglicher Hülle verstecktes Verhältnis konstituieren. Jetzt noch ein Zitat, das ist auch abgedruckt. Die Gleichheit der menschlichen Arbeit erhält die sachliche Form der gleichen Wertgegenständlichkeit der Arbeitsprodukte. Das Maß der Verausgabung menschlicher Arbeitskraft durch ihre Zeitdauer erhält die Form der Wertgröße der Arbeitsprodukte. Endlich die Verhältnisse der Produzenten, worin jene gesellschaftlichen Bestimmungen ihrer Arbeit betätigt werden, erhalten die Form eines gesellschaftlichen Verhältnisses der Arbeitsprodukte, Zitat Ende. Also die Verdinglichung ist jetzt nicht ein Bewusstseinsphänomen oder eine falsche Wahrnehmung der Tatsachen, sondern es drückt schon die Realität dessen aus, wie sich die gesellschaftlichen Verhältnisse zwingend im Kapitalismus darstellen und was sie auch sind, dass sie nicht Verhältnisse sind, die von Mensch zu Mensch sind oder bewusst geplant, sondern Beziehungen von, könnte sagen, halt privat isolierten Produktionseinheiten, die ihre Austausch und ihre Beziehung über die Dinge selbst herstellen. Daher ist diese reale Verdinglichung der gesellschaftlichen Verhältnisse das unmittelbare Zusammenwachsen der stofflichen Produktionsweise kein Trug oder keine Einbildung, sondern, wie Marx das manchmal auch nennt, realer Schein. Und das mache ich hier nochmal an ein Zitat deutlich aus dem zweiten Band des Kapitals. Ich glaube, das ist auch abgedruckt. Das müsste das nächste sein. Diejenigen, die die Verselbstständigung des Wertes als bloße Abstraktion, also als etwas rein Gedankliches betrachten, vergessen, dass die Bewegung des industriellen Kapitals diese Abstraktion in actu ist, also in Wirklichkeit in Bewegung. Der Wert durchläuft hier verschiedene Formen, verschiedene Bewegungen, in denen er sich erhält und zugleich verwertet, vergrößert, Zitat Ende. Diese Realverdinglichung des Sozialen ist nun des Weiteren durch eine Verselbstständigung gekennzeichnet, die Marx als Versubjektivierung der materiellen Grundlagen in diesem zweiten Zitat, was ich gebracht hatte, bezeichnet. Hiermit ist die zweite Dimension der Verdinglichung angesprochen. In der Tradition des Entfremdungsbegriffs, zu dem sage ich nachher noch ein Wort,
in der Tradition muss man sagen, also dafür wird die Thematik zwar fortgeführt, die ja der junge Marx mit dem Begriff der Entfremdung belegt, aber er argumentiert jetzt ganz anders, aber dazu nachher noch ein Wort. Also in dieser Tradition thematisiert Marx den Sachverhalt der Verselbstständigung der Verdinglichung. Das ist die Herrschaft des Kapital als, wie er es einmal nennt, automatischen Subjekts. Die in sich Maß, Ziel und rastlose Selbstverwertung des Wertes als Selbstzweck. Es ist dies die fundamentale Verkehrung des Subjekts in das Objekt und umgekehrt, schreibt er einmal. Also auf gut Deutsch, dass die Produzenten von ihren eigenen Produkten beherrscht werden und von ihren eigenen geschaffenen Verhältnissen von dieser Sachzwanglage dann beherrscht werden und fremdbestimmt werden, obwohl sie selber die Produzenten der ganzen Sache sind. Und mit diesem eher hegelianischen philosophischen Vokabular bezeichnet das Marx auch im Kapital immer wieder als die Verkehrung von Subjekt und Objekt. Und das sind Begriffe, die sonst auch aus diesen Entfremdungstheorien stammen, die hier aber jetzt anders begründet werden. Ich werde dazu, wie gesagt, noch ein Wort nachher verlieren. Ja, diese Verkehrung begreift Marx eben jetzt nicht mehr als Entfremdung von einem natürlichen Wesen des Menschen, sondern eben als Beherrschung der Menschen durch selbstgeschaffene, aber, wie er immer wieder sagt, naturwüchsig sich gestaltende soziale Verhältnisse. Mit naturwüchsig ist jetzt nicht gemeint, dass das wirklich naturgesetzlich ist, also von Natur aus die ganze Sache geschieht, sondern dass es unbewusst läuft. Also unbewusst jetzt auch nicht in dem Sinne, dass Menschen da nicht mit Bewusstsein agieren, sondern dass sie in Strukturen sich bewegen, die sie selbst geschaffen haben, aber deren Gesetzmäßigkeit nicht von ihnen verfügt wird, die ihnen sozusagen den Handlungsrahmen ihrer Praxis vorgeben. Und das bezeichnet Marx immer wieder als naturwüchsig. Gegenüber etwas, was man vielleicht rationale Planung oder vernünftige Gestaltung nennen könnte. In dem Sinne benutzt er dieses Wort polemisch. Aber es heißt nicht naturgesetzlich, dass das jetzt von Natur aus so sein muss. Ganz im Gegenteil, das ist genau eigentlich eher die fetischistische Wahrnehmung der ganzen Sache. Zu der kommen wir jetzt auch. Eingedenk dieser zwei Dimensionen der Verdinglichung, also dass sich die kapitalistischen Produktionsverhältnisse nicht nur verselbstständigen, sondern sich auch als unmittelbare Eigenschaften von Dingen darstellen, lässt sich der Begriff des Fetischismus erläutern, der nicht das gleiche ist wie Verdinglichung, sondern eng damit zusammenhängt, aber doch was anderes, wirklich was anderes bedeutet. Die erste Dimension der Verdinglichung, also die Wertgegenständlichkeit, ist des Fetischs materielle Basis. Verdinglichung ist eben diese sinnlich-übersinnliche Erscheinung eines historisch-spezifischen gesellschaftlichen Verhältnisses, Resultat einer besonderen Form der sozialen Vermittlung, eben von und durch Arbeit unter kapitalistischen Bedingungen. Fetischismus bezeichnet hingegen das Phänomen des notwendigen Verkennens dieser relational-sozialen Eigenschaften als vermeintlich unmittelbare Substanz der Dinge. Das klingt jetzt sehr philosophisch, ich werde das gleich nochmal ein bisschen hoffentlich doch erläutern, dass es klarer wird, was damit gemeint ist, mit dieser Verkennung halt etwas Relationalen zu einem Ding oder zu einer Substanz. Gegenüber einem ungenauen Gebrauch des Marxischen Fetischtheorems ist darauf zu insistieren, dass dieses etwas überaus Spezifisches und zudem keineswegs Mysteriöses bezeichnet. Was schwer verständlich ist, das ist keine Frage, aber durchaus nicht völlig unverständlich ist. Es ist erstmal nur die notwendige Erscheinung eines spezifischen Verhältnisses zwischen Person als Eigenschaft von Dingen. Im Prozess der fortschreitenden Verdinglichung verschwinden die Verhältnisse und die Vermittlung in der sozioökonomischen Gegenständlichkeit, die den Schein suggeriert, jetzt natürliches oder überhistorisches Faktum zu sein. Also diese Verdinglichung stellt sich als etwas dar, was etwas ist, was jetzt nicht jetzt nur eine kapitalistische Angelegenheit ist oder nur eine Sache moderner Vergesellschaftung, sondern als etwas, was erstens etwas ist, was von Natur aus da ist und als etwas, was wir nicht verfügen und zur Vergesellschaftung an sich gehört. Mit dem Begriff des Fetischcharakters bezeichnet Marx jetzt die im Bewusstsein notwendig verkehrte Erscheinung eines sozialen Verhältnisses, welches sich eben als Eigenschaft von herrschenden Dingen darstellt. Also es bezeichnet nicht der Fetischismus was die Verdinglichung als irreal ansieht. Also, wie soll man das deutlicher machen? Also der Fetischismus ist nicht das falsche Bewusstsein in dem Kontext, dass es diese Verdinglichung nicht geben würde. Also die ist realer Faktum und die sachliche Vermittlung von Vergesellschaftung, das ist nicht der Schein. Der Fetischismus ist jetzt derjenige oder diejenige Wahrnehmung, die nicht mehr erkennt, dass diese sozialen Funktionen von Dingen eben soziale Funktionen sind und eben nicht etwas, was die Dingeigenschaft selbst ausmacht. Also nicht etwas,
was den Ding selbst inheriert, also innewohnt. Und aus dem nächsten Zitat, was ich abgedruckt habe, wird das, glaube ich, besonders deutlich, glaube ich. Das ist kurz und knapp aus dem zweiten Band. Man verwechselt, also das, oder man könnte sagen, jetzt das fetischistische Bewusstsein verwechselt die ökonomische Formbestimmtheit mit einer dinglichen Eigenschaft. Als ob Dinge, die an sich überhaupt nicht Kapital sind, sondern es nur in bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen werden, an sich und von Natur schon Kapital sein könnten. Ich denke, das ist eine ziemlich präzise Definition der Sache. Wir haben es hierbei auf dem ersten Blick mit einer erkenntnistheoretischen Paradoxie zu tun. Und die ist jetzt schwierig zu verstehen. Deswegen gebe ich dann auch ein Beispiel, um das zu erläutern. Aber da müssen wir jetzt einmal durch. Und die wird auch deutlicher, wenn man es zum Nachlesen das nochmal haben will, halt auf der fünften Seite meines Handouts. Jetzt nebenbei lesen ist das wahrscheinlich nicht angebracht. Das bringt jetzt auch nicht mehr. Aber da ich es an einem Beispiel dann erläutern will, werde ich das jetzt trotzdem vortragen, obwohl es ein bisschen happig ist. Die kapitalistischen Produktionsverhältnisse werden von den Gesellschaftsmitgliedern so wahrgenommen, wie sie erscheinen, schreibt Marx. Eben nicht Trug, sondern gesellschaftlich gültige, also objektive Gedankenform. Also der Fetisch ist, das fetischistische Bewusstsein ist nicht eine reine Einbildung, die man einfach so aufklären kann, sondern es hat ein Fundament in der Sache. Allerdings erscheint das Wesen, das heißt der innere Zusammenhang der realen Verhältnisse in diesen objektiven Gedankenformen, anders als es ist. Ein Interpret hat das mal ganz schön geschrieben, finde ich, in 70er Jahren, schreibt er, das Wesen der Erscheinung ist nicht die Erscheinung des Wesens, damit ist das ganz gut zusammengefasst. Der Fetischcharakter der kapitalistischen Produktionsweise ist ihr realer Schein, das heißt die notwendige Verkehrung des Wesens in der Erscheinung. Das klingt alles sehr philosophisch, ich werde das deutlicher machen am Begriff des Geldes. Er ist eine subjektiv-objektive Kategorie, die die notwendigen subjektiven Bewusstseinsformen einer bestimmten objektiven menschlichen Praxis thematisiert. Es handelt sich beim Fetischcharakter folglich nicht um ein mittels Aufklärung zu beseitigendes willkürliches Reflexionsprodukt, wie Marx einmal schreibt, sondern um adäquate, also passende Gedankenform einer falschen Gesellschaft beziehungsweise einer Gesellschaft, die sich zwingend anders darstellt an ihrer Oberfläche, als sie ist, womit sich paradoxerweise, also das ist diese erkenntnistheoretische Paradoxie, die objektiv gültigen Gedankenformen sowohl als richtig als auch als falsch erweisen. Ich werde das gleich erläutern. Weil sie zugleich notwendig das Wesen der Verhältnisse verbergen, also den gesellschaftlichen Grund dieser Verdinglichung, und doch deren Erscheinung als unvermittelt verdinglichtes Resultat einer sozialen Praxis richtig wiedergeben. Das will ich jetzt mal ganz kurz am Begriff des Geldes ein bisschen verdeutlichen, wie man das vielleicht dann doch besser verstehen kann, wenn man das jetzt mal an einem Beispiel sich vor Augen hält. Das Geld wird im fetischistischen Bewusstsein zwar als das wahrgenommen, was es erscheinend ist, nämlich die dingliche Erscheinungsform sachlicher Vermittlung indirekt gesellschaftlicher Produktionsverhältnisse. Das heißt, ein Ding, das den allgemeinen gesellschaftlichen Reichtum und die Verfügungsmacht über diesen verkörpert und die sozialen Prozesse bzw. ökonomischen Kreisläufe in der Tat real vermittelt. Also das ist kein Schein im Sinne von Einbildung. Verkannt wird aber von dem fetischistischen Bewusstsein, dass dem Geld zugrunde liegende gesellschaftliche Verhältnis und der Vermittlungsprozess, der im Geld dingliche Gestalt annimmt. Es wird jetzt nicht mehr gesehen, dass das Geld nicht als Ding der Reichtum selbst ist, also als dieses Handgreifliche, was es als Ding darstellt, und seine Macht ihm nicht als Sache selbst zukommt, sondern nur als Verkörperung eines gesellschaftlichen Verhältnisses, welches sich eben gegenständlich, Wert in der Ware, vermitteln muss und von Gegenständen, die Wertform der Ware, also als Geld, repräsentiert wird. Und daran kann man sich das ganz gut deutlich machen, was denn jetzt das Falsche und das Richtige an diesem Fetisch ist und wieso das objektiv gültige Gedankenformen sind, die dennoch genau das verfehlen oder das verkennen, was dieser Sache zugrunde liegt. Also das gesellschaftliche Verhältnis dieser privatarbeitsteiligen Produktion und das Klassenverhältnis und die Ausbeutungsverhältnisse, die dadurch sozusagen, das wären jetzt weitere Entwicklungen des Begriffs, nicht mehr als das erscheinen, was sie sind. Der Grund dieser objektiv gültigen Verkehrung, die in den Formen des Geldes, des Kapitals und des Zins entwickelte Gestalt annehmen, ist eben die erläuterte spezifische Gesellschaftlichkeit der Arbeit in der kapitalistischen Produktionsweise. Die Funktionsweise des Fetischcharakters ist es,
dass die sozioökonomischen Formen der kapitalistischen Produktionsweise eben nicht, das kann ich jetzt nur nochmal wiederholen, als Ausdruck dieses historisch spezifischen gesellschaftlichen Verhältnisses begriffen werden, sondern als Natureigenschaften von Gegenständen und ihrer vermeintlich natürlichen dinglichen Beziehung erscheinen und somit eben auch als unhistorisch oder unabschaffbar gelten. Der Fetischismus ist folglich eine spezifische Form der Ideologie mit einem spezifischen Funktionsmodus und einer inhaltlich spezifischen Wirkung. Ich mache jetzt einen ganz kurzen Exkurs zum marxischen Ideologiebegriff, um zu zeigen, was der Fetisch damit zu tun hat, aber dass das nicht in eins gesetzt werden kann. Anders als andere Formen der Ideologie entspringt der Fetischismus spontan und notwendig der sich in sozioökonomischer Gegenständlichkeit verdinglichten sozialen Verhältnisse und ihrer Praxis, also das, was ich jetzt schon ausführlich dargelegt habe. Mit dem Begriff der Ideologie bezeichnet Marx, völlig knapp formuliert, allgemein ein verkehrtes Bewusstsein, welches sich über seine eigene historische und soziale Entstehung täuscht und sich als autonome Macht missversteht. Ideologie ist folglich ein Begriff, der Bewusstseinsformen thematisiert und kritisiert, die nicht allein Erscheinung kapitalistischer Vergesellschaftung sind, also Religion, bestimmte politische Mythen, die idealistische Philosophie, die der frühe Marx auch sich zu Brüste nimmt und der ökonomische Fetisch eben auch, aber der ist dann eine spezifische Form von Ideologie. Auf generellster Ebene behandelt der marxische Ideologiebegriff also die erkenntnistheoretische Grundfrage nach dem Verhältnis des Bewusstseins zum gesellschaftlichen Sein, die sich, universitär jetzt gesprochen, wissenssoziologisch als diejenige nach dem Zusammenhang von Denkformen und Inhalten und sozialer Realität erweist. Also wie lassen sich Gedankeninhalte und Gedankenformen historisch und sozial kontextualisieren? Zum Beispiel der Begriff des freien und gleichen Subjekts, das ist nichts Überhistorisches, sondern hat auch was mit spezifischen Vergesellschaftungsbedingungen zu tun und auch eben mit der kapitalistischen Ökonomie. Oder die Frage zum Beispiel nach dem Zusammenhang von gesellschaftlichen Naturverhältnissen und Formen religiösen Bewusstseins, das wäre jetzt der sogenannte primitive Fetisch, wo man den dann untersuchen könnte. Und zig andere Beispiele kann man ideologietheoretisch auseinandernehmen. In diesem Kontext zielt die marxische Ideologiekritik auf Verdinglichung oder Verselbstständigung philosophischer Abstraktion und idealistischer Weltbilder, auf religiöses Bewusstsein und politische Herrschaftslegenden, in dem ihre gesellschaftliche und geschichtliche Bedingtheit beleuchtet wird. Das ist ein Ideologiebegriff, der besonders in dem Manuskript von 1845-46 zur deutschen Ideologie prominent ist. Da gibt es auch verschiedene Schichten des Ideologiebegriffs, aber da ist dieser Hintergrund deutlich und stellt auch wirklich was anderes dar als dann der Fetischbegriff. Gut, aber jetzt nochmal zum Fetisch zurück. Der Fetischismus wäre aber als reines Bewusstseinsphänomen falsch verstanden. Also es ist eine falsche Wahrnehmung, aber das Zentrale ist jetzt, dass diese Wahrnehmung eben nicht eine ist, die sich rein aus dem Bewusstsein erklären lässt, sondern rückgewiesen wird auf eine Praxis, auf eine gesellschaftliche Realität. Also als reines Bewusstsein ist er falsch verstanden, da die fetischartige Wahrnehmung der sozialen Realität weder Zufall noch bloße Einbildung, sondern eben dieser reale Schein, diese objektiv gültige Gedankenform einer Vergesellschaftungsweise ist, die sich durch ihre spezifische Praxis selbst verschleiert. Also das ist so ein bisschen der Clou. Die ganze Nummer läuft halt darüber, dass der Fetisch etwas ist, was aus dieser Praxis selbst notwendig entspringt. Das heißt nicht, dass der nicht durchschaubar ist. Also das wäre jetzt, wenn man sagt, bei Adorno und Horkheimer gibt es dann immer die Sachen, oder fällt das manchmal das Wort vom totalen Verblendungszusammenhang und dann stellt sich ja schon so ein bisschen die Frage, wie soll man das denn erkennen? Also wer ist dann bitte derjenige, der das denn jetzt erkannt hat? Das ist nicht die Sache, wenn Marx sagt, dass das objektiv notwendige Gedankenformen sind. Die kann man durchschauen, aber jetzt ist eben die Krux, sie sind trotzdem halt in dieser Gesellschaft gültig und jeder muss damit umgehen, auch wenn er sie durchschaut hat, solange die Praxis nicht sich geändert hat. Also das heißt nicht, dass es ein totaler Verblendungszusammenhang ist, der nicht zu durchschauen ist, aber etwas, was eben nicht einfach ein Bewusstseinsphänomen ist, sondern Bewusstsein einer bestimmten Praxis. Und da müsste man den Schlüssel dann sozusagen anlegen, um dieses fetischistische Bewusstsein loszuwerden. Die Basis der fetischistischen Verkehrung des Bewusstseins ist also, in den marxischen Terminologien gesprochen, das verkehrte Sein selbst und dessen Praxisform. Das ist das nächste Zitat, das ist ein kurzes. Die verdrehte Form, worin die wirkliche Verkehrung sich ausdrückt, findet sich natürlich reproduziert in den Vorstellungen der Agenten dieser Produktionsweise.
Der Fetisch ist folglich eben nicht Schein im Sinne von Trug oder Einbildung, sondern eben Erscheinung des Wesens, welche die gesellschaftliche Praxis notwendig und systematisch von selbst erzeugt. Die Dinge, Ware, Geld und ihre entwickelten Kapitalformen herrschen wirklich, zwar nicht als Dinge an sich, wohl aber als Objektivation eines gesellschaftlichen Verhältnisses. Mit anderen Worten, da diese Wahrnehmung kein Zufall ist, sondern der Selbstmystifikation, das sind auch so Worte von Marx, der sozialen Realität im Kapitalismus geschuldet ist, geht es der Fetischtheorie nicht nur um die falsche und doch adäquate Wahrnehmung der Realität, also falsch in Bezug auf die gesellschaftlichen Seinsebene oder die Grundlage halt auf die gesellschaftliche Struktur, die diese Verdinglichung erst bedingt, und adäquat eben in Bezug auf das, wie diese Verdinglichung in der Tat die Gesellschaft strukturiert, sondern um die verkehrte Konstitution der Wirklichkeit selbst. Also das ist das, was bei Marx zur Kritik steht. Nicht nur dieses Bewusstseinsphänomen, weil das ist als solches eben nur zu verstehen und zu begreifen und somit auch zu kritisieren und aufzuheben im Kontext auf die Praxis, die dieses Bewusstsein notwendig bedingt. Fetisch und Verdinglichungskritik gehören folglich unmittelbar zusammen. Es ist die warenproduzierende Arbeit als spezifische Form der gesellschaftlichen Vermittlung im Kapitalismus, die bei Marx zur Kritik steht. Sie nimmt nicht nur die verdinglichte Form quasi autonomer Gegenstände an, deren vermeintlich natürlichen Eigenschaften und Bewegungsformen sich die Menschen als naturwüchsige Phänomene gleichsam zwangsläufig zu unterwerfen haben, also in unserem Sprachgebrauch den Sachzwang, sondern generiert auch ein abstraktes soziales Herrschaftsverhältnis, das als solches gar nicht mehr offen erscheint und sich darstellt als naturgemäße und unabschaffbare Ordnung der Dinge und Verhältnisse von Ewigkeit her. Noch ein Zitat jetzt, was auch abgedruckt ist. Es ist aber nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis selbst, welches hier für Sie, also für die Produzenten und für die Menschen dieser Gesellschaft, der kapitalistischen Gesellschaft, die phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen annimmt. Dies nenne ich den Fetischismus, der den Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als Waren produziert werden und daher von der Warenproduktion unzertrennlich ist. Also solange es die Warenproduktion gibt und die grundlegenden gesellschaftlichen Verhältnisse, die sie bedingen, gibt es auch für Marx notwendigerweise dieses fetischistische Bewusstsein. So, hier haben wir ein bisschen was überspringen. Gut, ich will jetzt noch ein paar Sachen sagen zu der Formentwicklung der verschiedenen Fetische. Also es gibt nicht nur den wahren Fetisch, sondern ich habe da auch noch ein paar andere aufgeführt. Ich werde die dann vortragen. Ich hatte erst gedacht, das vielleicht zu integrieren noch in einem kleinen Abriss sozusagen, wie Marx das in den drei Bänden darstellt. Das habe ich dann mir aber doch gedacht, dass das ein bisschen zu viel ist und auch vielleicht zu schwierig und auch gleichzeitig völlig verkürzt. Daher entscheide ich mich jetzt dafür, dass ich hier noch kurz was vortrage und dann kurz die Definition, wie ich sie hier abgedruckt habe auf dem Handout, gleich nochmal nur vortragen werde, auch wenn das dann ja der Darstellungsweise von Marx selbst oder Marx eigenem Anspruch, wie man jetzt das vielleicht erläutern müsste, nicht ganz gerecht wird, aber ich denke, das ist hier gerechtfertigt, um die Sache nicht notwendig zu kompliziert und zu lang zu machen. Marx' Kritik der politischen Ökonomie ist als Einheit von Form und Fetisch Theorie zu verstehen. Zielt die erste, also die Formtheorie, auf die Entzifferung der sozioökonomischen Gegenständlichkeit als Ausdruck eines sozialen Verhältnisses und seiner Praxis, so fokussiert die Fetischtheorie eben, wie ich dargelegt habe, die notwendige und doch verkehrte Erscheinung dieser im Alltagsbewusstsein und in der politischen Ökonomie, um das auch gleich zu sagen. Also politische Ökonomie bezeichnet, würde man heute vielleicht volkswirtschaftlich dazu sagen, also die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Ökonomie, die Marx halt noch als unter dem Begriff der politischen Ökonomie fasst. Es geht um die real verdinglicht ökonomischen Formen, also Ware, Geld, Kapital, Zins etc., die in ihrer fetischistischen Unmittelbarkeit die Kategorien der bürgerlichen Ökonomie darstellen und gesellschaftliche, gültige, also objektive Gedankenformen sind. Da ist jetzt auch nochmal eine wichtige Anmerkung, nicht diese ökonomischen Formen, also wie Geld, Wert etc., sind objektive Gedankendinge oder Gedankenformen, sondern deren fetischistische Wahrnehmung. Also sonst bringt man da was durcheinander. Also nicht der Wert ist ein Gedankending oder eine Gedankenform, sondern die fetischistische Wahrnehmung davon. Von der Analyse der Ware und der Wert vom Anfang des ersten Bandes des Kapitals bis zu den Ausführungen zur trinitarischen Formel am Ende des dritten Bandes,
der ja gar nicht abgeschlossen ist, ganz nebenbei, analysiert Marx die Entwicklung der verdinglichten ökonomischen Form und der ihr korrespondierenden Fetische. So, und die trage ich jetzt kurz vor anhand des Handouts, könnt ihr mitlesen, ich mache dann noch, baue noch ein, zwei Zitate ein, um das jetzt doch ein bisschen abzukürzen. Der Warenfetisch bezeichnet eben den objektiven Schein, dass den Waren als Dingen eine Tauschwerteigenschaft gleichsam von Natur zukommt. Der spezifisch gesellschaftliche Charakter warenproduzierender Arbeit, den Marx halt vor allem halt in dem ersten Kapitel gleich darlegt oder beziehungsweise analysiert des Kapitals, erscheint als gegenständliche Eigenschaften der Ware, die nicht nur Gebrauchswerte sind, sondern eben auch Tauschwert haben. Das Falsche an diesem Bewusstsein ist nicht, dass Sachen gesellschaftliche Eigenschaften haben, Waren also Wert besitzen, sondern dass diese Werteigenschaft als natürliche Eigenschaften der Ware erscheint, obwohl sie doch nur eben der dingliche und vermittelte Ausdruck eines historisch-spezifischen gesellschaftlichen Verhältnisses ist. So viel zum Warenfetisch. Ich bringe gleich mal weiter zum Geldfetisch, der ist auch auf dem Handout drauf. Im Geld erscheint der Wert als dinglicher Ausdruck der kapitalistischen Produktionsweise in handgreiflicher und allgemeiner Form. Geld gilt als Sache, die unmittelbar den Reichtum an sich in seiner universellen, austauschbaren Form verkörpert. Hier gilt abermals, die Werteigenschaft des Geldes ist so wenig ein Trug oder Einbildung wie seine soziale Macht. Die Eigenschaften oder Funktionen des Geldes als allgemeines Äquivalent, Reichtum als solcher, erscheinen aber nicht als Resultat einer sozialen Beziehung, sondern als natürliche und magische Eigenschaften einer Sache, wie Marx bereits in seiner Wertformanalyse zeigt. Es wird nicht mehr erkannt, dass das Geld dem wahren Charakter der kapitalistischen Produktion entspringt. Das ist für Marx eine ganz wichtige Sache, dass Warenproduktion notwendigerweise Geld bedingt. Das ist auch so eine Auseinandersetzung damals gewesen mit Proudhon, also mit anarchistischen Ansätzen, die dann immer gerne eigentlich Warenproduktion haben wollten, aber ohne das böse Geld. Und die Sache ist für Marx eine theoretisch und auch politisch wichtige Sache, dass die nicht funktioniert. Das hat er als eine seiner großen Errungenschaften bezeichnet, was die Wertformanalyse betrifft. Ja, es wird nicht mehr erkannt, dass das Geld eben dem wahren Charakter der kapitalistischen Produktion entspringt. Im Geldfetisch ist nicht mehr sichtbar, dass das Geld das notwendige Resultat des Doppelcharakters der Ware ist. Die widersprüchliche Einheit von Gebrauchswert und Tauschwert, Privates, was sich gesellschaftlich darstellen muss, Besonderes, welches sich eine allgemeine Form geben muss, um kommensurabel zu sein. Eben diese berühmte Verdopplung der Ware in Ware und Geld. Dazu nochmal kurz ein Zitat, was auch abgedruckt ist. Daher die Magie des Geldes. Das bloß atomistische Verhalten der Menschen in ihrem gesellschaftlichen Produktionsprozess und daher die von ihrer Kontrolle und ihrem bewussten individuellen Tun unabhängige sachliche Gestalt ihrer eigenen Produktionsverhältnisse erscheinen zunächst darin, dass ihre Arbeitsprodukte allgemein die Warenform annehmen. Das Rätsel des Geldfetisch ist daher nur das sichtbar gewordene, die augenblendende Rätsel des Warenfetisch. Gut, und jetzt will ich noch kurz was zum Kapitalfetisch sagen. Ja, genau. Die gesellschaftlichen Produktivkräfte der Arbeit und der Wissenschaft sowie ihre dynamische Entwicklung als Eigenschaften und Kräfte des Kapitals erscheinen als Produktivkraft, die das Kapital von Natur besitzt, als seine immanente Produktivkraft. Auch dies ist eine doppelte Verkehrung, beziehungsweise ein realer Schein. Es ist zwar nicht das Kapital selbst, sondern die von diesem einverleibte lebendige Arbeit, die die Produktionsmittel, die Arbeitsorganisation und die Wissenschaft entwickelt. Als solche Potenzen des materiellen Produktionsprozesses stehen diese den Arbeitern aber tatsächlich, wie Marx schreibt, als fremdes Eigentum und sie beherrschende Macht gegenüber. Diese Sache mit dem Kapitalfetisch, die führt dann noch in anderen Manuskripten als im Kapital sehr viel deutlicher aus. Das müsste ich nochmal nachschlagen, wen das interessiert. Da gibt es wirklich ein paar spannende Abschnitte, die so jetzt im Kapital selbst nicht so, also in der Deutlichkeit vorkommen. Ja, dann zu guter Letzt noch kurz den Zinsfetisch. Im Zins scheint das Geld die Eigenschaft zu haben, von sich aus mehr Geld zu schaffen. Die Quelle des sich vermehrenden Wertes, eben die Ausbeutung der Arbeitskraft, und das ist schon doch zentral für Marx, geht total verloren und das Geld scheint sich selbst zu setzen und zu vermehren. Ein gesellschaftliches Verhältnis erscheint nun als ein Dingsubjekt. Dazu jetzt noch ein Zitat, was auch abgedruckt ist.
im zinstragenden Kapital ist dieser automatische Fetisch rein herausgearbeitet. Der sich selbst verwertende Wert, Geld heckendes Geld, und trägt es in dieser Form keinen Namen seiner Entstehung mehr. Das gesellschaftliche Verhältnis ist vollendet als Verhältnis eines Dinges, des Geldes zu sich selbst. Ja, das wären jetzt meine Ausführungen zum Begriff des Fetischismus und zur Verdinglichung und zu dieser, ich will es jetzt nicht Formentwicklung des Fetisches nennen, sondern zu diesen paar Definitionen. Wir könnten jetzt weitermachen oder eben diese Pause machen, wenn ihr vielleicht nur 5 Minuten mal durchatmen wollt, und dann würde ich nochmal ganz kurz probieren zusammenzufassen, wo jetzt die Leistungen von diesem Fetischkonzept liegen, und dann eben das Ganze mal rückbeziehen auf Sachen, die ein bisschen uns näher sind oder zumindest eine andere politische Brisanz haben, eben auf Phänomene des sogenannten verkürzten Antikapitalismus. Zum Antisemitismus würde ich auch noch ein Wort sagen und noch 1-2 andere Anmerkungen machen. Das liegt jetzt an euch, wie erschlagen ihr seid. Von mir aus können wir 5 Minuten Pause machen. Also, ja? Okay, ja, dann Ihnen gerne. Nach den Ausführungen ist dann auch eine Diskussion möglich, oder? Ja, genau. Nicht zu vergessen. Genau. Ja, bitte, dann kann zurückgeschossen werden. Wenn ihr so Monolog hält, ne?